Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Trading-Folge bei FIFA Allstars und ich heiße euch herzlich willkommen und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal rein und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die verkauften Objekte an. Hier haben wir sehr, sehr viel verkauft, wir haben eigentlich alles verkauft, 30 Objekte, so viel Platz haben wir auf der Transferliste und dann schauen wir hier mal durch und dann sehen wir dann wahrscheinlich auch schon den ein oder anderen Ausreißer, hier zum Beispiel. Er hat sich für 4800 Coins verkauft und das habe ich euch vorher in der letzten Episode noch gesagt, dass sie sich wirklich verkaufen, dass es Coinseller gibt, die Spieler unabsichtlich kaufen und das ist hier passiert. Also richtig nice, einfach mal 4800 Coins geschenkt bekommen, dann hier genau dasselbe mit den Verträgen hier. Richtig genial, irgendwann verkaufen sie sich einfach. Zufällig, macht das auf jeden Fall mal, probiert es aus, es kann auf jeden Fall nicht schaden. Und ja, dann hier wieder ein paar für 200 und dann haben wir noch die anderen Spieler verkauft. Und ja, dann sehen wir auch schon, dass wir hier sehr, sehr viele Goldspieler auch noch hatten. Dann wieder ein Bronzespieler für 4800 verkauft. Diese Methode funktioniert einfach einzigartig. Also alle, die das noch nicht mal getestet haben, sollten es auf jeden Fall mal tun. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Und dann würde ich sagen, löschen wir das jetzt alles und kommen auch schon direkt zur heutigen Methode. Und die ist eigentlich sehr, sehr simpel. Wir traden heute mit Thibaut Courtois. Wir sehen hier für 9700 Coins, kann man ihn super verkaufen. Und unsere Methode sieht einfach sehr, sehr leicht aus. Wir schauen jetzt einfach, dass wir ihn unter 9000 Coins ergattern können. Somit würden wir dann pro Spieler um die 200 Coins Gewinn machen, denn man muss 500 Coins EA-Gebühren abrechnen. Und dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir gleich mal einen finden unter 9000 Coins. Und wenn nicht, dann würde ich sagen, dass wir uns dann gleich mal sehen, wenn ich den ersten Courtois ergattert habe. So Freunde, da haben wir den ersten Courtois für 9000 Coins auf jeden Fall. 200 Coins gewinnen, ich denke. Wir stellen ihn auch noch überteuert für 9800 rein. Und ja, dann würde ich eigentlich schon sagen, sehen wir uns dann bei der Transferliste wieder. Dort seht ihr dann die Courtois, die ich mir einfach geholt habe. Ich versuche so viele wie möglich zu ergattern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Transferliste wieder. So Freunde, da sind wir auch schon wieder auf der Transferliste angelangt. Wir haben insgesamt 21 Courtois gesammelt und ihr könnt es schon sehen. Wir haben hier schon sehr, sehr viele verkauft. 11 Courtois haben wir dann aber schon noch und wir haben sehr, sehr viele auch ergattert. Unter 6000 Coins, das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Über 3 oder so habe ich für unter 6000 Coins ergattert. Das war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ja, die stellen wir jetzt hier noch rein. In über 20 Minuten haben wir 21 Courtois gesammelt. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Ausbeute. Denn dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn sich die letzten Courtois verkauft haben und dann sehen wir uns am Ende nochmal. So Freunde, jetzt können wir schon sehen, 21 verkaufte Objekte, somit haben wir alle Courtois innerhalb von einer Stunde verkauft. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Sache und dann war es das auch schon wieder mit der heutigen Methode. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und dann lasse ich jetzt noch eine kleine Ankündigung hier. Und zwar wird demnächst eine neue Serie auf meinem Channel stattfinden. So hat man sie auf YouTube noch nie gesehen. Das ist eine kleine Upgrade-Serie mit Gameplay und so weiter und so fort. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Und dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem Video. Und ich sage wie immer, ciao Leute, FIFA Allstars.